Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5. Yo, letzte Folge war ja actionreich. Wir haben uns als Abrissfirma probiert und yo, lief doch nicht so geplant von Michael. Nur hat er ja in der letzten Folge dann zum Schluss noch mit Lester telefoniert und ich glaube, das ist dieses L da hinten. Und da werden wir mal hinfahren. Mal schauen, was sich dann dort ergibt. Oh yeah. Die Innenansicht ist schon geil gemacht. Allgemein, grafisch, hammergeil. Wie kommen wir überhaupt zu Lester am dämlichsten? Also richtig fahren wir schon was. Zumindest sieht es so aus. Auf die Karte Linsen. Oh, lässt das hier hinten? Dort sind wir. Ah, wir setzen uns einfach mal eine Markierung. So. Okay, ich war jetzt weiter geradeaus gefahren. Aber das Navi schickt uns so lang, also werden wir mal so lange fahren. Huch. So geil wie die Innenansicht ist, aber die Sicht ist sehr eingeschränkt. Dürfte man eigentlich gleich da sein bei Lester. Oh. Wow, das war knapp. Hey, stop! You have to help me. Was? Was ist mit Ihnen, gute Frau? Was? Er verprügelt ihre Freundin. Na, den hauen wir aufs Maul. Ja, this way. Bin unterwegs. She was screaming no, and he just kept hitting her. It's just over here. Yo, yo, get los. Den we got Typen. One. Go, get in there. Oh you shit. Fucking moving, you. Dead. You define everything that's wrong with this place. Take cover, everybody. I told you to fuck off. Everybody, get back. Alter. Ja, klar. Die Mistkuh ist abgehauen. Oh, was liegt denn hier? Le Schrot, cool. So, wie laden wir jetzt nochmal nach hier? Wie war denn das? Nee? Nee, da stecken wir's. Nee? Lädt man denn noch? Ich hab's vergessen. Nee. Ja, drücken wir mal R. Ja. Waffe können wir wegstecken. So, weiter geht's. Irgendwo muss ja Lester sein. Hm? Hier? Nee. Wo ist der denn? Das Haus müsste es sein. Haufen Kabellagen hier. Fuck you, Lester. You gonna let me in or what? Give me a minute.
So, jetzt können wir uns mal bei Lester ein bisschen umgucken hier. In der Ego-Perspektive. Was der alles hier rumstehen hat. Was haben wir denn hier? Ach, geil. Die Figur da hinten. You need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah. Yeah, well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this, fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism, and brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Oh, hey. Please excuse me. Anime only, okay? Alles mit Zeitung zugeklebt, okay? As much as I love catching up. Da liegt eine Festplatte, okay, okay. Interessant. Was there something else? Ist ja ein richtiger Nerd hier, ey. I'd offer you something, Alter. But you were just leaving. Don't get me off, okay. Please excuse me. I've got something shameful to do. Okay. Ufer Fanatik ist auch noch. Lötstation, okay. As much as I love catching up. Interessant. Was there something else? Ich gehe ja schon. Wow. Nice, das Teil. Schade, dass wir uns das nicht krallen können. Das wäre ja geil. I'd offer you something, but you were just leaving. Okay, wir gehen ja schon. Hey, don't fuck with me, woman. Hey, go talk to your sister. Okay, wir sollen uns jetzt neue Klamotten besorgen. Mal gucken, ob wir da was Gescheites finden. So,
wir weiter auf der Autobahn bleiben? Ja, müssen wir. Gut. Bleifuß. Und wir müssen die Karre unbedingt mal tunen, die ist noch zu lahm, arschig. Oh, die ist so lahm, arschig. Das geht ja mal gar nicht. Da hängt der Lamar mit drin, oder? So, ja, das ist nur gleich da, oder? Wow! Ey, das war da mehr Glück als Verstand gerade. Hä? Ach, hier, oder? Nee? Hä, wo denn? Das Ding wahrscheinlich. Okay. Da werden wir erstmal. Ah. Excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know. Geeky. Youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. Hmm? What about a vest and some cargo shorts? Das ist eine Trolle, ey. Ach du Scheiße. Das Braune sieht ganz gut aus. Aber auch das Blaue. Ja, wir bleiben bei Braun. Das könnte man doch so anbieten. Yup, that's as youthful as you're gonna get. So, was brauchen wir noch? Hosen bestimmt, oder? Shorts. Ach du Scheiße. Hä? Wenn wir die Hosen ändern, ändern sich auch die Schuhe, okay? Was nehmen wir denn da? Nehmen wir das, das sieht ganz gut aus, so. Dignity aside, I think that might just work. Good luck at the interview. Bye. Don't be a dick. That's not cool. Seriously? Können wir hier noch eine Brille kaufen? Können wir? Können wir? Nee, schade. Können wir überhaupt noch was kaufen? Nee, schade. Ich wollte noch mehr kaufen. Ist ja blöd. Dann müssen wir das nächste Mal hier rein. Oh, jetzt sehen wir hip aus. Oder wie die Jugend dazu heute sagt. Michael? I'm all dressed up. Now, you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Oh. Da haben wir die Autos jetzt doch mal gestriffen. Bis jetzt lief ja alles gut. Ohne Unfall, aber das hält bei mir eh nie lange an. Wie ist das bei euch so? Seid ihr die Super Pros beim Autofahren oder? Baut ihr genauso viele Unfälle wie ich? Geht zum Hintereingang. Das machen wir dann mal. Life Invader.
Hey. Hey. Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh, my. You know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke break's about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Ach, so einfach kommt man in die Firma. Schon nice. I'm turning consultant when we release. Consulting consultors. Hi. Oh, hi. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out. I'm gonna take a normal chair. I have a terrible back. Really? The brief was for a relaxed, creative individual, the kind that preferred a beanbag over a real chair, but if you're so... Na, Junge, was hast du denn für Probleme am PC? Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. This is filthy hard drive, bro. got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link, bro. Bit me on the ass. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son codes? Start him early, bro. You write your best stuff in your tweens. Alter. Won't run with the pop-ups up. Jetzt, and now we scan. There it goes. Whoa. Might I tempt you with some organic chow or a fair trade Java? See, I don't have the manual on me. Heftig. And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, I used to prototype in the demo room when Morris announced it at the keynote. Mines are gonna blow. Yes, they are. Jetzt macht er auch noch mit. Looking at you two, I think it's safe to say this nation is fucked, isn't it? Jay thinks being a quirky douche boosts creativity. He's this close to installing a ball pit. He's become such a cock. If we don't keep smiling, the cameras will pick it up. Sometimes I feel like we're, like, testing the sheep. Ach, hier müssen wir rein. Gut. Oh, nice. Michael? Der Rucksack. Der Rucksack. Das fällt auf. Okay, bleibt er hier. Was haben wir denn hier für Bilder? Pisswasser. Geil. Pisswasser. Jo. War eine geile Werbung hier. Okay. Wo warten jetzt die Tür? Ach, hier war sie. Dude, when it blue screens again, you're my guy. Goodbye. Was geht denn hier ab? When did we start hiring dinosaurs? I mean, fossils are rad, but really? Kommen wir hier raus? Nein. Sit. Au! Au! Voll gegens Fressbrett. You're gonna have to learn the footbag if you want to get a job here, okay? Follow me. Okay. Oh. How's your air guitar? Oh, All right, follow me. Oh, God. Okay.
Okay. Na, hübsche. Hi there. Höh, dann nimm ne. Some a-hole drank my effing hemp milk. There was a totally non-passive-aggressive note on it. Oh, die scheint wütend zu sein. If I drown in mucus, it's your fault, you illiterate effing seas. Ja, 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 ja. Ja, hübsche, bist du überarbeitet? Das können wir abschaffen. Ich kann das schön entspannen. Hier geht's nicht raus. Geht's hier raus? Ja. Hier haben wir einen Ausgang. Notausgang? Ah, wir kommen trotzdem raus. Wunderbar. So. Ah, hier steht unsere Karre. Hey, Michael. Hold on, hold on. Domed! I domed you! Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, yeah, sorry. The phone is rigged. Now, what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey. I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Ah, whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. Okay. Wir sind erstmal zu Hause. Und sollen uns jetzt an den Fernseher setzen. Oh my god, you guys are so lame! Oh, huh. No! I'm watching Fame or Shame! Tough fucking tits! Get up! Ja, Leute, nicht wundern, das Video ist doch okay, also alles noch okay, aber hier kommt jetzt eine Stelle, die ich leider nicht zeigen darf, von 2K aus. Die haben da was dagegen, dass ich nicht keine Fernsehsendungen zeigen darf. Ja, also kurze Erklärung. Wir schalten gerade auf die Live-Veranstaltung von diesen Typen da von Live Invader. Vor einem riesengroßes Publikum. Die krölen, die jubeln und hast du nie gesehen und so, ne? Und der nimmt dann das Handy, quatscht darüber noch kurz ein bisschen was. Der hält's ans Ohr, wir rufen den dann an. Und das, was wir in das Handy gesteckt haben, ist eine Bombe oder derartiges. Und es macht Bumm. Der Typ ist tot. Alle geraten in Panik. Und ja, die Sendung ist aus. Und gleich seht ihr noch das letzte Stück von dem Video. Also ist nicht viel, was ich rausschneiden musste. Aber es ist ein bisschen ärgerlich. Aber ich muss mich halt dran halten. Da ich halt in keinem Netzwerk bin, die das vielleicht regeln könnten oder so. Okay, das war's von meiner Seite. Heftig. Bestanden. Freundschaftsanfang. Wunderbar. Okay. Und das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge von GTA 5. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da, einen Daumen oder Abo. Oder alles. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.